Also das ist jetzt verrückt, dass hier jetzt plötzlich das Horn funktioniert. Jetzt geht's. Ha! Diese Position muss ganz schön unangenehm sein, oder? Sie müssen es nicht aussprechen. Der Spaß ist doch sehr groß. Okay. Vielleicht sollte ich erstmal die restlichen Steine wegschieben. Das ist viel zu schwer für mich. Power. Wir haben doch Power, jetzt los. Warum nicht? Vielleicht mit dem Bezug hier. Nein. Mein Gott, warum ist das so schwer für ihn? Was soll denn das? Wir haben doch die Powerform nicht Das ist umsonst viel zu schwer für mich. geholt. So ein Scheiß. Reden wir mit ihm noch weiter von diesem tollen Standpunkt Wenn aus? ich Ihnen irgendwie behilflich sein kann, sagen Sie es ruhig. Ich mag Ihnen etwas forsch erscheinen, aber wenn ich Sie bitten dürfte, zu versuchen, mich zu befreien. Okay. Diese Position muss ganz schön Ja. unangenehm. Ja, schön. Los, Woodruff, du bist stark. Vielleicht muss ich die Hebelgesetze anwenden. Tatsächlich. Oh nein, der Arme. Das ist viel zu schwer für mich. Und nochmal weiter. Oh Gott. Ah. Ein letztes Mal. Nützt nichts. Jetzt endlich Kraftformel. Nein. Wir haben die wirklich umsonst. Das ist viel zu schwer für mich. Na, schön. Haben wir es endlich geschafft. Wieso hast du dir die Mühe gemacht, mich dort rauszuholen? Bist du kein Mensch? Ich heiße Woodruff. Und ich komme aus einer Zukunft, wo nicht alle Menschen gegen die Buzuk sind. Aber die Menschen sind gekommen, um uns mit Gewalt vom Hügel runterzuwerfen, wo wir bis dahin friedvoll lebten. Zur Abschreckung stellten wir eine Kriegerstatue auf. Zu unserem Verderben, denn sie wurden nur noch aggressiver. Einige ihrer Familien haben überlebt und leben heute am Fuße des Hügels. Ich bin froh, das zu hören. Zum Dank werde ich dich, wenn ich wieder auf den Beinen bin, in die Statue lassen. Eine Macht, die nur meiner Familie gehört. Die Intuitionssilbe. Du kannst jetzt in ihren Besitz kommen. Okay. Wieso hast du dir die Mühe gemacht, mich dort raus... Hä? Ich kann jetzt in den Besitz der Intuitot, ach, ihr habt's gehört. Ich verstehe es nicht, seine Familie, sagt er. Wieso hast du dir die Mühe gemacht, mich dort raus... Wieso hast du dir die Mühe gemacht... Kommt auch nichts Neues? Hä? Bin jetzt ein wenig verwirrt. Irgendwas Neues ist passiert, das ist schön. So, na, reden wir doch mal mit allen Blutzug, was? Kann ja nicht so viel sein. Oder ich meine mal die Statue, die einzige Statue, die es ja gibt, ist in diesem anderen Raum noch. Hier muss ich viel zu viel laufen. Nein, ich transporte mich. Da schauen wir erstmal rein jetzt als erstes. Thronsaal, ja, Thronsaal. Das ist ja hier die einzige andere Statue, sag ich mal. Nichts damit zu tun. Vielleicht hätte ich doch auf die Statue da in der Vergangenheit nochmal klicken sollen, ich Depp. Will mich ja in die Statue lassen. Das sind sehr weise Worte. Und wir haben die Machthaber auf solche Revolutionen. Tja, das nützt auch nichts. Aber er hat eben was mit seiner Familie gequatscht, deshalb bin ich gleich mal weiter. Tja, um irgendwie mit seiner Familie zu quatschen. Wo immer ich die finde. Ich dachte ja, der hier vielleicht. Der traurige, traurige Buzuk. Niemand protestiert? Ihr wehrt euch nicht? Unmöglich. Aber das ist der wohl nicht. Was wird aus euren Lebenskräften? Nee.
Tja. Wo gibt's noch einen freien Bezug? Vielleicht der unten jetzt endlich mal. Jetzt kann ich das Transport-Soton nicht benutzen. Jetzt aber, ja. Der da unten sich tot arbeitet, so wie er immer gerne sagt. Trockenbrunnenvorplatz. Trockenbrunnenplatz, so. Mal schauen. Ansonsten gehe ich nochmal zurück in die Vergangenheit und klicke auf das blöde, die blöde Statue. Die Arbeitsbedingungen? Die einzige Abwechslung ist den. Sagen Sie, mein Freund, was machen Sie gerade? Nee. Ach, ich gehe nochmal zurück jetzt. Mann, ich bin doof. Hätte ich gleich nochmal machen sollen und darauf klicken. Es ging ja schließlich um die Statue irgendwie. So, Vergangenheitssilbe. Na? Mensch, ich bin so aufgeregt. Ich könnte vielleicht weiterkommen. Das wäre so schön. So, drücken wir doch jetzt mal drauf und gucken, was passiert. Wahrscheinlich gar nichts. Was für ein wunderbares Meisterwerk, Tatsächlich. dieser Butzuk-Krieger. Hab's schon lange nicht mehr gesehen. Muss wohl von den Siegern geklaut worden sein. Tja, Was für ein. nützt mir nichts. Ich rede nochmal mit Them. Wieso hast du dir die Mühe gemacht, mich dort rauszuholen? Bist du kein Mensch? Ich heiße Woodruff. Und ich komme aus einer Zukunft, wo nicht alle Menschen gegen die Butzuk sind. Aber die Menschen sind gekommen, um uns mit Gewalt vom Hügel runterzuwerfen, wo wir bis dahin friedvoll lebten. Zur Abschreckung stellten wir eine Kriegerstatue auf, zu unserem Verderben, denn sie wurden nur noch aggressiver. Einige ihrer Familien haben überlebt und leben heute am Fuße des Hügels. Ich bin froh, das zu hören. Zum Dank werde ich dich, wenn ich wieder auf den Beinen bin, in die Statue lassen. Eine Macht, die nur meiner Familie gehört. Die Intuitionssilbe. Du kannst jetzt in ihren Besitz kommen. In die Statue lassen, aber ich habe die Statue noch nirgendwo gesehen. Verdammt, da müsste noch eins. Oder habe ich sie doch schon mal irgendwo gesehen? Tja, nicht, dass ich wüsste. Hier kommt immer mal einer rein, raus und wir haben hier noch nicht viel getan. Aber hier ist anscheinend auch nichts weiter. Was ist denn mit der? Ich muss hier nochmal in die Vergangenheitsgedenkstätte. Denn irgendwo muss die Statue sein. Die kann ja nicht so weit weg sein, oder? Was ist denn hier jetzt? Ist hier irgendwas neu? Ich glaube nicht. Mano! Denkt man mal, man kommt weiter. Man kommt auch nicht weiter irgendwie. Diese Statue. Oder irgendwelche anderen Butzuk zumindest noch. Da unten ist ja noch der eine. Tja, vielleicht ist die Statue in diesem Dingsbums, in diesem, wo ich arbeiten gehen kann. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Und es wird einem auch nicht verraten.